Bei mir im Studio ist jetzt der Kriminalist Professor Christian Matzdorf. Herr Matzdorf, wir haben es gerade auch nochmal von unserem Bild-Chefreporter Frank Schneider gehört. Also mindestens 500 Terabyte Daten wurden sichergestellt. Ich glaube, das ist einfach eine unvorstellbare Größe. Können Sie uns helfen, das ein bisschen einzuordnen? Wie groß sind 500 Terabyte? Kann man das irgendwie vergleichen? Der ganze Fall ist fast unvorstellbar, auch für Kriminalisten. Die Datenmengen, die hier anfallen, sind für Kriminaltechniker eine Herausforderung, wie sie fast noch nie da gewesen ist. Zum Vergleich 27 Terabyte bei den Panama Papers. Hier haben wir es mit 500, 600, 800 Datenmengen, Terabyte zu tun. 1 Terabyte, 2000 Stunden Filme beispielsweise, wenn Sie das hochrechnen, dann kommen wir in Dimensionen, die fast nicht fassbar sind. Die Ermittler haben auf der Pressekonferenz auch gesagt, dass sie jetzt mit Hochdruck daran arbeiten wollen, das auszuwerten. Wie lange brauchen Ermittler dann für diese Datenmenge, wenn sie sagen, dass 1 Terabyte schon 2000 Stunden Filme sind? Das ist ja unvorstellbar. Also mit den herkömmlichen Mitteln des Sichtens, des einfach visuell Erarbeitens wird man hier nicht weiterkommen. Wir werden wahrscheinlich dann in diesem Fall künstliche Intelligenz einsetzen müssen. Diese Intelligenz muss auch angelernt werden, also auch gefüttert werden mit Material aus diesem Fund. Und das ist eine Aufgabe, die alleine schon eine ganz große Herausforderung ist. Und wie kann es sein, dass die Daten so verschlüsselt sind? Das wurde auch auf der Pressekonferenz bekannt gegeben, dass die wirklich professionell verschlüsselt sind, dass bis jetzt noch nicht alles lesbar ist. Wie muss man sich das vorstellen? Die Täter schützen sich natürlich auch vor der Strafverfolgung und gute Datenverschlüsselungssysteme können die Polizeitechnik vor ganz große Aufgaben stellen. Das kann also schon ein Problem sein, alle Daten tatsächlich verfügbar zu machen. Und dann kommt ja die Auswertungsphase erst danach. Also alleine der erste Teil wird wahrscheinlich einen großen Zeitraum in Anspruch nehmen. Auf der Pressekonferenz sagte auch der Polizeipräsident von Münster, Rainer Furth, dass selbst erfahrenste Beamte an die Grenzen des menschlich Erträglichen gestoßen sind. Das kann man sich bei den Schilderungen, die wir gerade gehört haben, ja nur zu gut vorstellen. Aber Sie kommen ja auch aus dem Gebiet, Sie waren ja auch selber Ermittler. Wie bekommt man diese Bilder wieder aus dem Kopf? Sie merken ja schon, dass ich auch eine belegte Stimme habe. Mir fällt es schwer, hier professionelle Distanz zu wahren. Mir gehen die Dinge sehr nah. Eben auch vor dem Hintergrund der Dinge, die ich selber erlebt habe, der Bilder, die ich im Kopf habe. Und wenn Sie mich so direkt fragen, man kriegt diese Bilder gar nicht mehr aus dem Kopf. Wird man denn psychologisch betreut dann? Oder? Das ist heute glücklicherweise ein Standard und dringend notwendig. Gleichwohl kann man diese Bilder nicht ausradieren. Man muss Möglichkeiten finden, Kompensations-, Neutralisationstechniken, um mit diesen Bildern umgehen zu können und all das, was an Assoziationen damit ausgelöst wird. Und wie arbeiten die Polizisten jetzt genau? Also die Reihenfolge, also sagen wir es mal so, die kriminalistische Arbeit, die ist schon sehr weit fortgeschritten. Das haben wir mit diesem Ermittlungserfolg hier schon an diesem Ermittlungserfolg gesehen. Wir sind jetzt im Bereich der Kriminaltechnik und wir müssen sehen, dass die Kriminaltechnik sich so schnell aufstellt, dass die Daten einmal tatsächlich verfügbar gemacht werden und dann eben eine ganz schnelle, möglichst mehrgleisige Auswertungsmethode gefunden wird. Am Ende steht leider aber immer wieder die manuelle Sichtung dann noch und da kommt niemand drum rum. Jetzt haben wir auch gehört, dass der Täter, der Haupttäter, erst 27 Jahre alt ist. Er soll davor auch schon auffällig gewesen sein, schon vorbestraft gewesen sein wegen des Besitzes von Kinderpornografie. Ich glaube, ich hatte was im Kopf von 17 Jahren schon. Ist das eine neue Generation der Täter, dass die jetzt immer jünger werden? Also das Thema Kinderpornografie, Pädophilie ist ein Thema, das von den Altersgruppen ubiquitär ist. Da gibt es keine Gruppen, die besonders stark belastet sind. Und insofern ist das keine Überraschung. Sie haben ja auch das Spektrum der Täter hier, die einen Haftbefehl bekommen haben und der Täterin gesehen. Was das Alter angeht, da ist alles mit dabei, von 27 hoch bis in die 60er. Dann vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio, Herr Matzdorf. Man merkt, dass es Ihnen nicht leicht gefallen ist. Es ist tatsächlich nicht sehr leicht, darüber zu reden, ja.